Rabajou, mon amour. Ala zivlin la gilek. Al jibarabadur. Ala biwedrinek. Ich hab's verstanden. Yel babur, yel mon amour. Kharjni min la miser. Ja, das hast du. Also kein Unterschied. Ja, kein Unterschied. Also Leute, also schreibt man echt in die Kommentare bei YouTube. Habt ihr einen Unterschied gehört zwischen dieser und mir? Ich finde, wir sind besser, wie immer. Besser als Original, ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Deutschen Podcast. Wir haben heute 15.000 Euro ausgegeben. Ich wurde heute verletzt. Warum? Von einem Fan. Ich will, dass du mich verteidigst. Ja, wer? Der gesagt, ihr seid nicht die Deutschen, ihr seid die Ausländer. Weil? Weiß nicht, der war einfach rassistisch. Wie sah denn der aus? Fake-Account wahrscheinlich, so ohne Profil. Das Problem ist, der hat so einen komischen Namen gehabt. Wie hieß der denn? Selcan. Der Türke? Ja. Bruder, von einem Türken kannst du doch keine vernünftige Aussage erwarten. Nicht? Nein. Das heißt, wenn ein Türke an der Führerscheinstelle arbeitet. Ja. Führerschein, Zulassung. Führerschein und Türke ist eine Sache. Können wir nicht einfach mal so freundlich anfangen? So mit Liebe. Wir sind mit Liebe. Love, Peace and Harmony. Ja, Love, Peace and Harmony. Wir schützen das Volk, indem wir zeigen, weil es sehr viele Türken gibt in Deutschland, wie man sich vor denen schützt. Das ist wie wenn du in so einem Wildgebiet lebst. Ja? Da musst du ja auch erklären, ey, guck mal, hier sind so Wölfe und... Verstehst du, wie geht's dir? Mir geht's gut, und dir? Auch. Lisa, du hast dich verändert. Nein, du hast dich verändert. Nein, du hast dich verändert. Das ist vielen aufgefallen. Echt? Ja. Was sagen die denn? Ihr seid... Das immer ist vielen aufgefallen. Ja, ich sag dir. Ja. Seit Nina Kirsch hier war. Ja. Bist du so freundlicher, zugänglicher für Frauen geworden? Ja, weil ich fand Nina toll. Ich fand das echt eine gute Frau. Die kam ja sehr gut an. Ja, die kam sehr gut an. Die ist eine tolle Frau, die ist erfolgreich, die arbeitet, die hat einen geilen Job, die macht Patte, die hat was im Kopf. Also gibst du zu, dass du dich auch geändert hast? Guck mal. Findest du, wenn du Nina Kirsch, würdest du ihr sagen, geh mal in die Küche? Nein. Also ich finde generell, das sollte man einer Frau, warum soll man das einer Frau sagen? Das ist doch ihr Instinkt. Ein Hai ist ja doch auch. Ja, aber Nina Kirsch macht Küche, aber macht auch andere Dinge. Hättest du ein Problem damit? Was sind denn andere Dinge? Die da frei rumlaufen. Ich weiß, bei dir geht das ja nicht so, ne? Das so, bei dir muss sie wie bei Jet Li diesen Halsband dann haben. Der unleashed. Genau. Und nur wenn ich sie abmache, ja. Dann diese. Wenn die frech wird, zack. Ey, unleashed. Ja. Stimmt, das ist eigentlich auch so, ne? Mhm. Nee, Nina ist das ist eine Bereicherung, glaube ich, für ihren Mann. Aber hat sie Nisa überzeugt, gut über die Frauenwelt zu denken? Nein. Doch, hat sie. Man hat das gemerkt, deine ganze Art hat sich geändert. Ja, das auch ist auch wenn du jetzt eine Frau siehst, du machst immer so, hallo. Ja, das habe ich auch vorher schon gemacht. Nee, davor war es nur... Ja, hab ich dir direkt ins Gesicht geschlagen. Ja? Ja, du hast doch selber... Das ist doch nur so ein Image, das aufgebaut ist. Frauen sind doch korrekter als Männer. Findest du? Ja, ja, in vielen Sachen. Nein. Ja, echt. Guck mal, jetzt zwingt er mich wieder so positive Sachen über Frauen zu sagen. Ja, geil. Dann geht was man ist denn so positiv an Frauen? Erzähl mal. Erstmal. Ich will lernen von dir. Also. Ich möchte gerne. Ich bin wisshungrig. Also, erstmal lassen sich Frauen öfter von ihrem Partner schlagen, zum Kind. Deswegen sind die schon mal korrekt. Okay. Nein. Ja, was weiß ich, die lassen viel mehr über sich ergehen. Ja, aber ist das korrekt? Nein. Nee, das ist nicht korrekt, aber das ist. Die sind stärker als Männer. Genau, die opfern sich viel mehr auf ihren Partner. Wenn du einen guten Mann und eine gute Frau hast, ist immer die Frau korrekter. Die macht immer viel mehr als der Mann. Ist immer so. Und leider schätzt man das viel zu wenig. Ja, also sehr oft. Mhm. Weil Männer schlecht sind. Männer sind eigentlich schlecht. Findest du, Männer sind schlecht? Ja. Jetzt im Ernst. Jetzt so ernst, ja. Männer sind schlechte Geschöpfe. Ja. Ja, aber jetzt kann jemand sagen, ja, wenn man das weiß, warum ändert man ja nichts? Weil wir dumm sind. Findest du? Wenn wir eine Frau nehmen ja. Und einen Mann beim Gewichtheben, wer gewinnt? Der Mann. Beim Schach? Der Mann. Wenn es um... Ja, Moment, wenn die auf gleichem Level sind. Wenn ja. Ich jetzt gegen die deutsche Schachmeisterin spiele, ist ja klar, dass die mich zerstört. Nee, auf gleiche intelligente Level. Ja, nee, dann der Mann. Okay, was ist, wenn eine Frau sich um die Kinder, um die Schwiegereltern, um Eltern kümmert ja. Und... Ja, warum? Weil eine Frau emotionaler ist, empathischer, mehr Geduld hat. Deswegen kann die solche Sachen besser. Nicht, weil wir sagen, die hat so ein Sklavengehen. Das ist ja das, was die Leute immer verstehen. Nenn mal drei positive Sachen über eine Frau. Also erstmal, die sind schwächer als Männer. Drei positive, die schöne Dinge. Die sind...
Die sind, also Frauen sind eigentlich in jeglicher Hinsicht besser als Männer. Ein Mann ist nur besser als eine Frau in so athletischen Sachen. Der rennt schneller und springt höher und so. Ist eigentlich wie so ein Affe, der Mann. Im Vergleich, aber ja, ich denke, ja, so kann man das eigentlich runterbrechen. So. Eine Frau ist natürlich emotionaler, macht in anderen Sachen so Fehler. Denke ich. Ich will es nicht verallgemeinern. Ne? Aber denkst du, Frauen machen süße Fehler? Weil sie verletzt sind, machen die ja, sowas. Aber Frauen machen auch so kranke Fehler. Was zum Beispiel? Ja, was weiß ich, du streitst dich mit der in der Öffentlichkeit, dann wird die sauer, dann sagt sie, was weiß ich, ja, deswegen hast du bei deiner Mutter immer ins Bett gekackt. Oder keine Ahnung. So vor allen Leuten. Okay, beim Streiten in der Öffentlichkeit. Wer rastet mehr aus, Mann oder Frau? Frau. Nein. Doch, das ist immer das, was ich gesehen habe. Natürlich gibt es asoziale Männer, die ihre Frauen in der Öffentlichkeit schlagen, aber die nehmen wir, solche Leute nehme ich ja nicht nur in die Statistik rein. Okay. Obwohl man das machen sollte. Also eine Frau macht eher eine Szene als ein Mann im Restaurant. Auch privat. Ich war letztens in einem Restaurant bei einem Kumpel und habe da gegessen. Und er kam dann zu mir und war so ein bisschen bleich im Gesicht. Sag, was passiert? Sag, boah, ich habe was gesehen. Mein Magen hat sich umgedreht. Ich sag, was denn? Sagt die, da war eine Frau, die kennt er, weil die in der Nähe wohnt und die hat ein Date gehabt. Und als er dann kam, hat er nicht mal gefragt, getrennt oder zusammen, weil es ihm für ihn so selbstverständlich war, weil er wusste, das ist das erste Date, weil er sie kennt. Ja. Dann ist er hingegangen mit der Rechnung und dann sagt er zu der, ey, du hast ja mehr gehabt als ich. Wäre ja nur fair, wenn du, wenn ich den Zehner dazulege, wenn du zahlst. Oh mein Gott. Und die Frau war so schockiert, ja, dass der Besitzer des Restaurants gesagt hat, sie braucht nichts zu sagen, geht auf mich. Ich hätte das auch gemacht. Und hat er dann gesagt, ah, okay, danke, super. Oh Gott. Was willst du machen? Du sitzt neben dran. Ich will sterben. Du sitzt neben dran, du... Das ist genau hier. Ich könnte nicht. Du guckst ihn aber so an. Kennst du mich? Der sitzt nicht neben dir. Ich will nicht hingucken. Ich will meine Augen ausreißen. Und Stefan sagt, ah, Nisa, ich bin ein Fan von dir. Ich würde sagen, Bruder, bitte nicht. Bitte sei kein Fan von mir. Bitte. Sei alles nur kein Fan von mir. Der will die Hand geben. Nee, ich zahle sogar 10 Euro für euren Podcast. Und ich sage, zahl nicht, ich gebe dir das. Wie viele Monate bist du schon Mitglied? Dann würde ich so machen. Der sagt, können wir ein Foto machen? Boah. Ich würde den, glaube ich, aufklären. Was willst du zu dem sagen? Guck mal, da kann man ja auch wieder in diese Superfeministinnenwelle, die dürft's ja eigentlich nicht stören, weil alles ist ja gleich. Ich würde sagen, guck mal, Bruder, das ist unkorrekt. Und dann sagt er, warum? Dann sage ich, das kannst du nicht machen, das ist eine Frau. Ja, na und? Also eine Frau will doch gleichberechtigt werden. Ja, aber die das erzählen, sind reden scheiße, sage ich ihm. Dann sag ich, wenn du doch Fan von uns bist. Ja. Dann weißt du ja, wie wir ticken. Mir hat auch ein Fan geschrieben, auch eine Frau, wo wir mal darüber diskutiert haben. Und sie hat mir gesagt, sie hat mit ihre Folge mit ihrem Mann geguckt. Und dass ihr Mann dann gesagt hat, während unsere Folge lief, also ich teile das nicht, dass der Mann alles zahlen muss. Wir leben ja nicht im Mittelalter. Wir haben ja nicht mehr 19. So. Echt? Ja, also dass unser Denken rückständig sei. Nee, aber Moment, ich finde das Wort ja rückständig gar nicht schlecht. Also wenn jemand sagt, dass es Mittelalter-Denken, sage ich ja, ich finde das Mittelalter stylisch. Ist für mich gar kein Angriff. Okay, weil sogar Konfuzius hat gesagt, der Fortschritt wirft die Menschen zurück. Boah. Ja. Krass. Ja, wirklich. Und das ist ja so, deswegen, wir müssen. Weil das Schein Garcia mal gesagt hat. Nein, ich würde es nicht wissen. Du benutzt irgendwie eine Fäkalsprache. Nein. Ja. Was geht denn ab, Alter? Oh Mann. Ja, das ist so. Also ich finde auch in dieser großen Welle diese Gentleman-Art, wie ein Mann. So in den 30ern, ja, 40ern. Wie er sie abholt, wie er mit ihr umgeht. Das stirbt auch aus zwei. Das ist aber auch nicht nur die Feministin schuld, es sind auch die Männer schuld, weil die keinen Anstand und kein Benehmen mehr haben und denen auch falsche Werte vermittelt werden. Die sind schuld und auch diese Feministinnenwelle. Weißt du, wo ich mich hier aufgeregt habe? In der Apotheke, wo Ezra hier war? Ja.
Boah, da hab ich mich so aufgeregt, Alter. Ich schwöre, ich bin so sauer geworden. Ja, aber die war gestört. Die Alter. War echt, das war wirklich dieses, die wollte sich damit mir anlegen. Das ist nur Männerhass. Ja, ich wollte da so eine Szene. Schönen Grüße an Ezra übrigens. Ezra war hier und Ezra war, was hatte die, Kopfschmerzen? Ezra hatte, nee, Magenschmerzen. Magenschmerzen, ich bin mit dir zur Apotheke gegangen. Eigentlich hat sie Durchfall gehabt. Ey, guck mal, Onni, ich geh mit dir zur Apotheke, ne? Ich geh mit dir zur Apotheke. Guck mal, wie krank das, diese Gehirnwäsche schon ist. Ich geh mit ihr zur Apotheke und Ezra ist ja nicht meine Frau oder so. Die ist aber einfach ein Mädchen, die zu Gast hier war. Zu Gast und sie wusste nicht, wo die Apotheke ist. Genau. Und dann hat Nisa gesagt, ey, komm, ich bring dich hin. Ja, ich bin mit ihr gegangen. Die sagt, ja, ich habe Magenschmerzen, was können Sie mir geben? Die Apothekerin gibt dir irgendwie so zwei Arten von Tabletten. Und ich will so zahlen. Und dann sagt Ezra, nein, warum? Ich bin doch krank, sag ich schon mal zu. Diese Masche kannst du in Berlin machen bei deiner Synchronsprecher-Gang. Ich zahle, ne? Und dann kam so eine Diskussion, was ja auch süß von ihr war. Aber es war für mich klar, auf einmal, ich will so, ich werf meinen Schein einfach hin und halt Ezra fest, sag ich schon mal zu, du hast dir gar nichts kümmern, ich werf einfach mein Geld hin, ne? Ich so, rechne sie ab. Dann macht die aber so richtig penetrant. So richtig. So. Heutzutage darf die Frau entscheiden, wie und ob sie zahlt. Und nimmt so das Geld von Ezra. Und guckt mich an und sagt mir das so. Und ich bin so abgefuckt gewesen. Und dann sagt Ezra zu mir, warum rast du so aus? Ich kann das. Ich so, nein, nein. Du verstehst es nicht. Ich bin nicht sauer, weil du gezahlt hast. So, ich bin sauer, warum drückt sie mir diesen Spruch? Das war so total ekelhaft. Mhm. Und weißt du, wie die aussah? Wie heißen diese Tiere am Nordpol, die diese Rüssel haben? Diese Seelöwen mit diesen hässlichen Schlappen. Ja, Seelöwen. Nein, das sind so andere. Weißt du, welche ich meine? Ja. Die so einen komischen... Wie heißen diese Tiere? Ah, weißt du, was ich meine? Nein. So, die haben so einen komischen Rüssel. Der ist aber nur so halb, als wäre der hier so abgeschnitten. Ja. Ich muss gucken. Der hat auch einen komischen Namen. Ja, genau. So sah die aus. Und denkst du, was willst du mir erzählen von Frauenemanzipation? Weißt du, welche ich meine? Ey, wie heißen die? Hast du so die... Guck mal, Schein, ich will es unbedingt. Die haben so einen richtig komischen Namen, ich weiß nicht, wie die heißen. Du, Fasan, weißt du, welche Tiere ich meine? Ah, ich hab's gefunden. Wie heißen die? Wie heißen die? Moment, du meinst die hier, ne? Ja, guck mal, der ist der Beste. So sah die aus, zeig's doch mal, Schein, bitte. Genau so sah die aus. Yeah. Aber geil, dass du gefunden hast. Wie heißen die? Nasenbär? Nein. Nein, nein. Ich habe übrigens einen geilen Witz. Seeelefant. Seeelefant! Ey, apropos Nasenbär, Uni, darf ich dir einen Witz erzählen? Ja, erzähl. Ich habe so einen geilen Nasenbär-Witz. Ich liebe den. Ich weiß, die feiern den jetzt nicht, die zwei. Das war mein Warum? Warum wirfst du uns das vor? Ey, weil das so geiler Kneipenhumor ist. Dann sagst du wieder, haha, für deine 60-jährigen Fans. Das sagst du doch immer. Das habe ich nie so gesagt. Guck mal, Edi wird das nicht so zusammenschneiden, weil der leckt dir eh immer deine Füße. Aber das ist. Edi, ich küsse dein Herz. Warum hast du ihn so Hass? Ja, weil ich weiß, weil ich immer gut wegkomme. Ja, guck mal, merkst du was? Vielleicht brauche ich auch nie Scheiße hier. Ja, total. Ich habe doch jetzt hier schon einen Widerspruch aufgehört. Pass auf, der Witz, ne? Treffen sich ein Wolfshund und ein Nasenbär. Sagt der Nasenbär zum Wolfshund, was bist du denn? Sagt er, ich bin Wolfshund. Sagt der Nasenbär, wie geht das denn? Sagt der Wolfshund, mein Vater ist ein Wolf, meine Mutter ein Hund. Und dann sagt der Wolfshund zum Nasenbär, was bist du? Sagt er, ich bin ein Nasenbär. Sagt der Wolfshund, halt dein Maul. Jungs, der ist gut. Weil der ist nicht für 60-Jährige. Der ist geil, ne? Ja, der ist gut. Der ist stark, Alter. Halt dein Maul. Hat so ein hessischer Wolfshund. Aus Kotzli. Ja, der ist halt dein Maul, Alter. Dein Maul, Alter. Geil. Ja, und das ist halt so, das ist so total übertrieben. Aber Frauen sind, guck mal, ich weiß, was ich mich gefragt habe, jetzt ernsthaft, Jungs, ernsthaft. Wie viele Frauen, ich glaube, es ist nicht mal übertrieben, wenn ich sage Milliarden, verzeihen ihrem Partner einen Seitensprung, was das Heftigste ist. Und wenn du wo springt der denn hin? Der springt zur Seite. Ja, er ist hier, man springt, ja klar, das ist ja so, das ändert sich ja. Warum springt er nicht nach vorne? Der geografische Platz, das ja. Ist ja so. Aber umgekehrt, wie viele Männer verzeihen ihrer Frauenseitensprung? 0,2%. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, aber das heißt nicht, dass die Frau, das hat nichts mit Korrektsein zu tun, ist mir klar, aber sie hat halt ein größeres Herz, metaphorisch gesagt. Warum ist das so? Warum verzeihen Männer ihren Frauen nicht, aber Frauen ihren Männern? Weil Männer arschlicher sind. Nee, aber generell fremdgehen, wenn wir jetzt das nehmen. Warum stört das? Das ist ja auch so. Warum stört das einen Mann mehr?
Also ich glaube auch, dass es eine Frau so stört, aber warum kann sie es schlucken und es verzeihen? Er als ein Mann, warum kann ein Mann das nicht? Ich glaube, wir nehmen den Spruch von meinem Vater. Der hat gesagt, eine Frau wurde so viel Kraft und Herz gegeben, dass sie einen heißen Topf länger in der Hand halten kann als ein Mann. Genau. Oder so ein hässliches Baby trotzdem stillt. Sagt der mit 70, 10. Ja, sozial. Hast du schon mal ein hässliches Baby gesehen? Aber böse. Ich schwöre. Ich hasse so Leute, die sagen, nie jedes Kind ist hübsch. Nein, das Schlimmste für mich ist, ich liebe ja Babys, ne? Ich knutsche die gerne, ich schimmel, weil Intellekt sind wir gleich. Ja. So. Und das Schlimmste ist für mich, wenn jemand kommt und der hat so ein hässliches Kind und ich muss dann so tun. Ja, aber am liebsten würde ich so machen. Oder kennst du diese Kinder, die so auch so voll nervtötend sind? Boah, ich hasse. Hä? Und dann kommen die so und treten hier so und schieben. Boah, ich hasse die Kinder, die so unter den Tisch gehen und dann die gegen den Knie boxen. Ja, ich schwöre, ich will so am liebsten so Kopf nehmen und dann so. Habe ich ja schon gemacht, ich habe einmal getreten, aber dann ist der mit dem Kopf nach auf die Dinge und dann so, der hat mich getreten. Ich sage, nein, der spielt hier die ganze Zeit. Ich habe eine Frage, Nisa. Du bist ja bekannt in deinem Freundeskreis, dass du sehr loyal bist. Nein. Doch, bist du bekannt. Ob so ist, das habe ich nicht behauptet. Ja. Ich habe gesagt, es ist bekannt. Ja. Dass du auch ein sehr herzvoller Mensch bist, hat mir auch mein Vater heute Morgen gesagt. Ja, vorhin. Mein Vater kam, hat gesagt, Baba, was hältst du von so Nafris, so Tunesier und so Marokkaner? Sagt er, der ist ein sehr guter Junge. Hat er gesagt, oder? Danke, danke, hat er gesagt. Aber ich verdiene diese Ehre. Ist, so. Du bist auch ein Typ, man kann dich anrufen, egal wann. Ja. Ich rufe dich 3 Uhr morgens an, wenn du wach bist. Ja. Und ich sage, hol mich bitte ab, ich bin stimmt. In Hamburg, du holst mich. Ja, aber das machen alle meine Freunde. Ja, alle, ich sag so, aber du bist ja so einer. Ja. Du würdest auch immer mehr machen als der andere für dich, weil es in deinem Charakter ist. Ja. Okay. Boah, voll wie das klingt so, als würde ich mich hier so als Dings darstellen. Das heißt, wir haben das mal festgehalten. Na, jetzt kommt irgendeine Scheiße. Wenn du mich liebst und respektierst, oh Gott, würdest du mit mir live, wir können ja jetzt bald live aufzeichnen, zusammen gucken wir das Haus am See mit Keanu Reeves. Ist ein schöner Film. Ja. Oder. Aber warum quälst du mich? Das oder ist ja Titanic. Das, ja, aber das ist ja kein Gefallen, den ich dir tun will. Du willst mich einfach quälen. Dann bist du ja kein guter Freund. Ja, aber warum diskutierst das du? Das ist ja so, als ob ich doch für mich einfach. Ja, okay. Isst du dann eine Dose Harissa mit mir? Ja, warum soll ich das machen? Ja, das ist ja gesundheitsschädlich. Das Haus am See ist auch gesundheitsschädlich. Nein, klar. Mein Magen ätzt weg. Das andere passiert ja nicht. Da ätzt auch mein Magen bei so einem Film. Ja, aber würdest du es für mich tun? Wenn es jetzt notwendig ist, klar würde ich das für dich tun. Nein. Guck, 5 Haus am See ist. Du musst jetzt ja sagen. Weil wir werden es dann, ich werde das organisieren mit Onni und Fasern. Und dann müssen wir so Haus am See komplett durchgucken. Ja, durch. Und du darfst keinen dummen Spruch ablassen. Boah. Das ist eine richtige Folter. Ja, das ist ein schöner Film. Wie Abu Ghraib, hier Teil 2. Ja. Das ist ein schöner Film, kannst nicht haten. Haus am See. Ja, klar. Hast du ihn geguckt, Uni? Da siehst du, so hat er den geguckt. Das ist doch kein Film für Männer. Ja, warum? Warum strebst du dich so dagegen? Nicht strebst du. Was heißt das? Sträubst du? Ja. Ah, okay, sträubst du. Warum sträubst du? Auch gut. Ich bin kein Fan von diesen Schnulzfilmen. Ja, aber du musst ja einen anderen, wenn ein anderer sagt, ey, guck mal in den Film. Das ist mein Lieblingsfilm, Haus am See. Ja, aber es ist nicht dein Lieblingsfilm. Doch, dein Lieblingsfilm ist American Gangster. Nein, und das stimmt. Und den gucke ich mit dir. Ja, aber die Sache ist, das war früher. Ich habe mich geändert. Ich werde die älter und einfühlsamer und den Vater. Okay, der mit dem Wolf tanzt. Der ist nicht schlecht, der Film. Mit Kevin Costner? Ja, ich schwöre. Der ist ein guter Film. Aber das ist auch jetzt nicht so mein, ne? Okay, dann such dir einen Liebesfilm aus. Ein Liebesfilm aber. Ja, klar. Außer der mit Tupac und Janet Jackson. Ja, Poetic Justice. Ja, klar, ich habe genug Liebesfilme. Sag jetzt nicht wieder, stirb langsam. Das ist ein Weihnachtsfilm, kein Liebesfilm. Okay, sag mal einen Lieblingsfilm. Ein Liebesfilm? Ja. Ein guter Liebesfilm. Ein guter Liebesfilm, super Liebesfilm. Jetzt kommt irgendein Rotz an. Nein, es gibt sehr gute Liebesfilme. Was? Ich muss nachdenken, warte. Ich kenne ja viele. Könnte ich bitte ein Wasser haben? Das wäre sehr nett. Dankeschön vielmals. Komm, Fasern, wie Zucker der ist. Oh, Fasern ist korrekt. Und was ist dein Lieblingsliebesfilm? Ja. Ey, sag ich zu Metzeral, also meinen Lieferanten, sag ich,
Ey Bruder, wir trinken die ganze Zeit im Podcast. Sponsor doch mal. Mhm. Sagst du, was soll ich da sponsern? Eine Palette kostet 6 Euro. Der hat recht, ey. Sag dir, meine Lieferung ist mehr wert als das, was du hier nimmst. Siehst du, Onni guckt auch kein Liebesfilm. Was denn? Sag mal einen gutes guten Liebesfilm. Guten Liebesfilm, ja. Gut, gut, gut. Keine Ahnung, Bruder. Jetzt schäm dich nicht noch, sag doch. Mach doch mal die Fresse auf. Soll ich dir einen sagen? Manta Manta. Schöner Liebesfilm. Sag mal. Manta Manta. Okay, ist das ein Liebesfilm? Nein, ne? Nein, ich rede von der klassischen Liebe zwischen... Okay, Fasern, komm. Spontan, vielleicht Hitch der Date-Doktor? Wir reden nicht von den Zeiten mit Romantic-Kategorie. Hitch der Date-Doktor ist Liebesfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? Ja, das ist ein Liebesfilm. Ja, dein Lieblings-Liebesfilm ist Haus am See? Nein. Sondern... Also, einen typischen Liebesfilm? So richtig Schnulze? Nein, Liebesfilm kann ja... Es geht... Okay. Die zentrale Thematik ist die Liebe zwischen Mann und Frau in dem Film. Geht auch so zwischen Mutter und Sohn Liebe? Ja. Nein, wir bleiben bei dieser Schnulze. Weil sonst hätte ich Blindzeit gesagt. Geiler Film. Guter Film, ja. Aber richtige Liebe. Fifty Shades of Grey. Oh Mann. Twilight? Nein. Sondern? Haus am See? Nein, das ist nicht mein. Das ist nicht, wo ich sage, wow. Was gibt's denn noch? Sag mal ein paar. Der seltsame Fall des Benjamin Button? Nee, so ein Kleinwüchsiger, der alt und jung wird. Was ist das? So, Nisa. Du bist so ein Filmlexikon. Ja. Yeah. Aber ich hab so eine eigene Liste. Okay, ich guck jetzt. Ich hab so eine eigene Liste. Guck mal, was kommt, wenn du Liebesfilm eingibst. Spider-Man 3. Ja. Spider-Man ist ein sehr guter Liebesfilm von 2002. Bodyguard. Sehr geiler Film. Findest du den? Ja, Bodyguard. Ich finde den super. Das ist Liebesfilm. Ja, und den finde ich Hammer. Bodyguard, ja. Voll schlecht. Ich finde den super. Was? Ich finde den Hammer. Ich finde den super. Bruder, wie kannst du das einfach so zulassen, dass der das sagt? Ja, Bruder, der ist doch... Sag. Das ist ein K. Der ist ein... Also Bodyguard ist ein sehr, sehr... Das ist ein Liebesfilm. Ja, der ist so Top 3 Liebesfilme. Okay, was noch? Ich sag so, seit Nina Kirsch ist. Ja, ich bin so voll. Seit Nina Kirsch da war, die sah ja, so ein bisschen ich so. Ich hab meine Seite gefunden. Okay, was noch? The Crow mit Brandon Lee. Crow, Brandon Lee? Ja, das ist der Sohn von Bruce Lee. Ja, was geht's da? Bei The Crow? Ja. Das schreiben. Es verarscht uns. Nein, ich schwöre, nein, wirklich. Das ist bestimmt so ein Kampffilm. Nein, warte. Es ist ein Liebesfilm. Warte, bevor du googelst, kann ich erklären? Jo, so aggressiv. Ich erkläre. Guck. In The Crow, was ein Meisterwerk ist der cineastischen Kunst, also sowieso mein Lieblingsfilm, einer meiner Lieblingsfilme, geht es um ein Paar, das eine Woche vor der Hochzeit werden die an so einem Feiertag überfallen und die Frau wird vergewaltigt und ermordet vor diesem Typ. Vor dem Feind. Nee, von ihrem Mann. Ah. Von so Verbrechern. Mhm. Also wie damals bei diesem Film. Das hört sich an wie Gesetz der Rache. Ja, so. Ja, so wie Gesetz der Rache. Genau. Nur auf Asiatisch. Nein, das ist ein Ami-Film. Echt? Ja, und Brandon Lee darf man nicht vergessen, er ist nur halb Chinese, ne? Seine Mutter ist Ami. Der ist also wie du, so ein Daywalker. Okay. Und er wird auch umgebracht. Brandon Lee. Aber seine Seele findet keine Ruhe wegen dem, was sie der Frau angetan haben und weil diese Leute noch mal leben und immer noch leben. Und dann kommt er von den Toten zurück. Als und was? Als The Crow. Als neue Gestalt oder Geist? Als
so so eine Art Geist, aber er ist halt ein Mensch, er sieht nicht anders aus oder so. Er sieht gleich aus. Ja, ja, aber er hat halt so, ne, der weiß, was abgeht. Und dann geht's ab, Junge. Und das ist, aber die Thematik des Films ist immer die Liebe. Es kommt immer so romantische Mucke und er denkt an seine Frau und sein Herz ist zerrissen. So, weil sie ihm entrissen wurde. Also ich muss ehrlich sagen, eigentlich dachte ich, der labert nur Scheiße. Nein, das ist ein super Film. Aber der Film ist Killer. Das könnte man schon unter Liebe kategorisieren. Ja, oder nicht? Ja, weil er macht ja aus Liebe und Rache, ja, zu seiner Frau. Genau. Ja, so gesehen könntest du John Wick auch unter Liebe kategorisieren. Ja, aber das ist die Liebe zum Hund. Aber auch zu der Frau. Stimmt. Liebe zum Hund. Wie einige aus Essen. Kennst du das Bild, wo da steht so, wenn ein Allmann zur Arbeit geht und dann küsst die so einen Schäferhund auf den Mund? Ja, mit so Zunge. Ja. Nein, John Wick ist doch kein Liebesfilm, Alter. Ist nicht. Und dann, guck mal, er hat das natürlich jetzt so schön in die Liebeskategorie. Wahrscheinlich, wenn wir den angucken, kommt diese Frau nur eine Minute nein, vor. Nein, also guck mal, ich sag euch jetzt ehrlich, ne? Jetzt ernsthaft, ohne Spaß. Wirklich, ich meine das ernst. Guck mal, der Film ist natürlich ein knallharter so Rache-Thriller. Aber das ist kein Scherz, diese Thematik, dass er zerrissen ist, weil sie ihm seine Frau weggenommen wurde, das wird die ganze Zeit über dem, das ist so der Hauptkern des Films. So. Und nicht bei John Wick, man sieht es nur am Anfang und danach vergisst er alles. Genau, und jeder, der geschnappt wird von denen, der wird nochmal erinnert. Du hast meine Frau, sie hieß so und so. Und dann wird, echt? Oh mein Gott. Ganz, ganz. Muss ich mal gucken, wie alt ist der? Bestimmt so 98. 93. Dann ist ja Deadpool auch ein. Wollte ich gerade sagen, Platz 3 Deadpool. Ja. Deadpool ist ein geiler. Ja, aber es gibt Leute da draußen, die dann sagen, ja, Nizar, wir reden von klassischen Liebesfilmen. Ja, dann darfst du aber Bodyguard auch nicht nehmen. Doch, klar. Doch, klar. Mmh, ist das ein. Okay, weißt du, was nicht klassisch ist? Weißt du, was ein klassischer Liebesfilm ist? Lucky. Welcher Film ist das? Mit Zac Efron. Ja, das, bevor ich das gucke, Junge. Da, ey, aber das ist ein schöner Liebesfilm. Da putzt sich so ein Eishockeystadion. Das ist aber ein schöner Liebesfilm. Haus am See, Titanic, das sind klassische Liebesfilme. Nee, Titanic finde ich. Weißt du, welchen Liebesfilm ich cool finde? Da hat mich auch der Schnulz und so schwer verliebt. Lustig. Ja. Ja, das ist eine Komödie. Aber es ist ja auch. Und die Thematik der Liebe ist richtig groß da. Ja, ja. Dass es nur ums Herz geht. Liebe. Kennst du den? Nein. Guck mal, ich erzähl dir was über Lucky. Gott. Er ist im Militär knallhart. Zac Efron. Ja, der ist ein Motherfucker. Der? Der ist im Krieg. Ein Soldat. Der sieht aus wie so ein Müsli-Verkäufer. Der sieht aus wie so meine Freunde früher, die Skateboard gefahren sind. Echt? Ja. Zac Efron ist im Krieg. Ja. Der Zac. Ja, das kaufe ich dem natürlich voll ab, dem Zac Efron. Ja, aber das sieht schon krass aus. Ja, ja. Und dann sieht er irgendwas Silbernes am Boden. Er läuft da so 10 Meter hin, um zu gucken, was das ist. In dem Moment schlägt eine Bombe da ein, wo er vorher stand. Zelt. Alle sterben. Außer er. Außer er, weil er krass ist. Dann macht er das auf und sieht so ein Mädchen auf dem Foto. Und er sagt, ich muss mich bei der bedanken, die hat mein Leben gerettet. Oh Gott. Und dann geht er hin, guck mal, was ein Mann. Ganz schlimm, ey. Was ein Mann. Er geht zurück nach Amerika. Und läuft einfach so 4000 Kilometer dahin. Ist nicht gefahren. Ist dahin gelaufen. Warum? Der ist dumm. Nee, der hat gesagt, ich laufe dahin. Ich will meinen Kopf freikriegen. Und dann geht er hin und sieht dieses Mädchen auf dem Foto. Und es war die Schwester von einem Bruder, wo mit ihm Kamerad war. Und ja, der hat es verloren. Und der hat sie gegeben, hat ihr erzählt, was passiert ist. Und dann ist sie Hundezüchterin. Er dressiert dann Hunde, geht mit denen spazieren. Und irgendwann verlieben die sich. Die wird von ihrem Ex-Mann gejagt, geschlagen. Er ist ein knallharter Kriegsveteran. Ist doch voll der schöne Film. Und die verlieben sich, küssen sich. Dann ihr kleiner Bruder oder so oder Schwester ist dann, er rettet die und so. Wollen wir jetzt zusammen gucken? Nö. Weißt du, was gute. Oh. Nein! Jetzt einfach, weißt du, was gute Liebesfilme sind? Jetzt ernsthaft, weißt du, was gute Liebesfilme für mich sind? Sag mal nicht ernst. Das klingt jetzt total absurd. Sind die klassischen Disney-Filme. Die Schöne und das Biest, Aladdin, Herkules. Weil da ist auch immer so eine geile Thematik. Guck mal, auch Herkules, was der macht am Ende, um die Frau zu. Er will sein eigenes Leben geben. Nee, das sind gute Liebesfilme. Die klassischen Disney-Zeichentrickfilme sind gute Liebesfilme, die das so gut darstellen. Ich frage mich, wenn du mal eine Frau zum Film oder einen Mann. Ja. Bei dir weiß man ja nicht. Genau. Einlädst. Ja. Was denkst du, was sie oder er denken würde,
wenn du mit 47 einen Disney-Film anmachst, sag, guck mal, was ein schöner Liebesfilm. Mit deinem Spider-Man-T-Shirt und so ein Dot. Die würde, glaube ich, Angst haben um ihr Leben, weil sie sagt, ey, ich komme hier nicht mehr raus. Das ist ein Soziopath. Das Gesicht würde ich gern sehen. Und dann guckt die so, Super Nintendo, Switch, und das Nintendo, das Sega. Ja. Wo Spider-Man-Figuren. Meine Mario Kart-Skills sind momentan krass. Ich höre jeder auf Switch, wenn eine Packung will, so kommen, Alter. Online. Ich bin Mario Kart wie du bei FIFA. Echt? Ja. Ich bin der zweitbeste Mario Kart-Spieler in Deutschland. Der erste? Volker. Bis heute komme ich nicht drauf klar, weil dir kann man nicht vertrauen und Volker erst recht nicht. Warum? Guck mal, wenn du sagst, du bist der Beste, nimm das doch so, wie du es sagst. Ja, aber du sagst die ganze Zeit, Volker ist der Beste. Aber, ja, ist es, hört, aber du, es hört sich bei dir so an, so, ja, ich will dir nur eine gute Laune machen. Nein, doch. Nein, das ist besser als ich. Nein. Ich meine das. Nein, wirklich. Bis heute checke ich nicht, wer lügt. Doch, der ist besser als ich. Er ist wirklich besser als ich. Warum lachst du dann so? Ich lach, weil du so ein Ding daraus machst. Jedes Mal, wenn ich anrufe, ich sag, was machst du? Ja, ich bin Mario Kart spielen bei Volker. Ja. Dann sag ich, ey, Volker, du geile Sau, wie geht's dir? Ja. Er scheint, wie geht's dir? Dann sagst du aus dem Nichts, ja, der ist besser als ich. Und er sagt, nein, das stimmt nicht. Ja, ist ja seine Meinung. Ja, aber ich glaube, du machst das nur, um ihn aufzumuntern. Nein, er ist besser als ich. Safe. Safe. Schwör? Ohne Witz, ja, wirklich jetzt. Ja? Ja. Auch wenn das da ist? Auch wenn das da ist, jetzt. Das war Mario Kart, wenn man da Flugzeuge auswählen könnte. Okay. Meine Damen und Herren, die Folge ist jetzt zu Ende. So, passt auf euch auf, vielen Dank. Ja. Ihr habt auch in dieser Folge gemerkt, Nisa wird immer humaner. Ja, das ist doch scheiße. Und liebevoller. Ich habe mein Herz. Aber dieses Image habe ich mir doch aufgebaut. Ja, aber wieso zerstörst du es? Ja, ob ich das jetzt zerstöre oder die Mädchen. Lieber ich. Du bist liebevoller geworden. Man merkt es auch von der ganzen Art. Auch deine Sprüche sind nicht mehr so hart. Du liebst das Leben. Boah, nächste Folge komme ich zurück, Alter. Du liebst Menschen, guck mal. Du grinst Frauen, winkst denen, sagst, ey, guck mal, schön. Wie so ein Sexualstraftäter. Einfach irgendwelchen Frauen, die mich nicht kennen, so, hi. Guck mal, was du letztens gesagt hast noch. Was hab ich denn gesagt? Sag, ey, guck mal, voll schön, dass die Frauen arbeiten gehen und so. Ich finde das schön, dass sie nicht immer nur zu Hause sitzen. Ich glaube nicht, dass das so war. Doch, du hast das mit den Augen gesagt. Auge. Warte kurz. Ja. Bitte nicht. Nein, ich habe nur eine Frage. Die Folge endet schön. Ja, warte. Ich bleibe weiter schön. Guck mal, Onni, sei mal ehrlich, ne? Findest du dieses, dass der Mann höflich zu der Frau sein sollte, sie mit Anstand behandeln, ausführen und zahlt? Glaubst du, dass das ausstirben wird? Und wenn ja, findest du es okay? Aber sei ehrlich. Ja. Wir verurteilen niemanden. Ah, genau. Hat das was mit Progression zu tun? Also, ist es für dich geil? Ja, wir sind halt jetzt fortgeschritten. Und Nisa und ich verurteilen niemanden. Ja. Wir sind sehr auf jeden Fall. Bruder, ich wäre im Mittelalter der absolute Henker gewesen. Ich hätte am Tag noch Leute. Ich finde, der Mann sollte beim ersten Date bezahlen. Einfach aus Prinzip, ist mein Prinzip. Ja. Es gibt solche Sachen wie zum Beispiel Tür aufhalten. Manchmal ist das gar nicht so. Schaffst du das zum Beispiel ja. Gar nicht? Oder so. Ja, aber ich bin auch nicht so der Türaufhalte-Fan. Nee, ist ja auch okay. Ja. Aber ich finde, der Mann sollte zahlen. Punkt. Okay, beim ersten Date oder allgemein? Nicht allgemein, nein. Je nachdem, wie die Beziehung zueinander ist. Das ist deine Frau. Du liebst sie. Frau? Ja, sie sieht dann, du solltest zahlen. Ich bin ja Kurde. Okay, warte mal. Guck mal, wie die Menschen geworden sind. Ne? Ja, Bruder, aber der ist doch Kurde, die haben andere Probleme. Die führen Kriege seit Jahrzehnten. Und was sagst du? Ja, Kurden führen Kriege seit Jahrzehnten. Okay, wenn eure Frauen euch beim ersten Date gesagt hätten, ey, ich finde das nicht gut, dass ihr zahlt, ihr macht mich klein, ich kann auch selber für mich zahlen. Dann sag ich, tu mal nicht hier einen auf Miss Independent, lass mich mal bezahlen. Yes! Aber nicht, Bruder, ist so, was machst du hier auf Miss Independent, bei uns ist das schon durch. Ich hoffe, sie wird dann sagen, was hast du gegen Neo? She got a wrong thing, that's why. Boah, Neo, so ein richtiger Simpson. Aber nein, ich liebe einen Song von ihm. Ich mag mehrere Songs von ihm, aber nein, Because of You. Ich mag mehrere Songs von Neo. Ich finde diesen Song überragend. Nein, der hat viele geile Songs, aber der ist halt auch so ein Schleimer. Und außerdem hat der ein Gesicht, als hätte er ein Bügeleisen hinbekommen. Das geht hier so nach innen. So kennst du diesen Grimassentyp von so, das ist, der singt ja, das ist,
Also er ist schon sehr unattraktiv, der Neo. Und seine Glatze, Junge, das ist hier so. Ja, aber Bruder, du hast Geld, du hast Irreplaceable von Beyoncé geschrieben und Rihanna und Chris Brown Songs. Echi, mach so ein bisschen hier. Was ist das denn? Was sagst du? Also allgemein? Allgemein kann man schauen, aber das erste Date auf jeden Fall. Sind wir blöd, dass wir sagen, eine Frau zahlt niemals bei uns, egal wie lange wir mit der zusammen sind? 5 Jahre. Nein, schon ist gut. Das ist dieses, ich glaube, wir sind die Letzten. Ja, wir sind die letzten Samurai. Wie der Tom Cruise Film. Nein, wir sind wie die Legends von Will Smith. Wir sind einsam auf dieser Welt. Ja. Der hat ja nur so einen Hund. Wir haben so ein paar Libanesen. Das ist dann so. Nee, Bruder. Ich habe mir überlegt, wir wollen ja den Podcast neu machen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt so ein Audio-Mischpult, wo wir so Pads haben, wo wir Sachen reinspielen können. Da habe ich überlegt, so eine Ansage aufzunehmen. Spaß? Nein, ich distanziere mich von dieser Aussage und einfach mal draufdrücken. Nein, das ist. Ist das schlimm? Das ist nicht schlimm. Es ist. Nein, es ist nicht. Aber wir sind ja nicht nur bei Frauen so. Wir lassen uns ja auch nie von einem Mann was ausgeben. Ja, weil wir eine Haltung und eine gewisse. Ja, aber das ist ja krank. Wir sind ja penetrant krank. Nö, finde ich nicht. Nur wenn eine Frau vor mir irgendwie zahlen sollte, egal wer es ist. Ja, aber die wird sofort erschossen. So. Ja, das geht ja nicht. Die entwürdigt uns ja. Aber in ihrem Kopf nicht. Aber warum denken die, das sind ja auch Männer. Ja. Warum denken die so, was passiert? Versuch das mal zu analysieren. Ja, ich sag dir, was passiert ist. Jetzt ernsthaft. Die Gesellschaft? Guck die doch dabei an, sag ihnen das so ins Gesicht. Guck dich in das Mikrofon oder mich an. Ja, ich versuch, dass der Ton. Ja, so, du kannst ja auch so machen. Du dachtest ja auch, du bist Elvis Presley bei Nina Kirsch. Ja, ich weiß. So. Guck ihn an. Und also ihn. Ich denke, dass die Gesellschaft, also durch diese ganze Feminisierung des Abendlandes und durch die... Jo, Alter. Ja, und durch die... Durch den Fortschritt, der gekommen ist, dass Frauen... Es ja, klingt jetzt ein bisschen krank, ne? Lass mich ausreden, bevor ich direkt... Sind wir ja nicht von dir gewöhnt. Ja. Dadurch, dass, also Frauen haben immer mehr Rechte bekommen, was natürlich gut ist. Die durften irgendwann die wählen, dann durften die ohne ihren Mann raus. So, die durften dann Abi machen, die durften anfangen zu arbeiten. Also wir reden jetzt in Deutschland, wie der Gesetzesstand ist. Und dadurch sind diese, aber guck mal, damals war es normal, dass der Mann einfach der Versorger war. Und deswegen ist das so in den Köpfen eingebrannt. Und deswegen sind Leute, die eher in traditionellen Haushalten groß werden, wie ich, kriegen das so beigebracht. Jetzt so ganz platt runtergedrückt, so ist es nicht. Aber ey, Nisa, wenn eine Frau jemals dir Geld gibt oder für dich zahlt, dann bist du kein Mann. So, und deswegen hast du dann so eine kranke Vorstellung von, ey, ich lebe auf der Straße, ich verhungere, aber bevor ich ein Mädchen, das ich kenne, nach einem Euro frage, egal. Ich versuche zu überleben. Ob ich sterbe, ist ja dann egal. Und dadurch wurde das dann beim Normalen, also in der Gesellschaft normalisiert. Ey, der Mann ist nicht mehr der Versorger der Frau. Ne? Eine Frau kann alles, darf alles, was der Mann auch kann. Und deswegen bist du nicht mehr in der Pflicht. Du bist gar nicht mehr verpflichtet, das zu machen. Aber 90% der Frauen verlangen das noch. Ja, das sind ja diese Widersprüche. Diese Frauen, die sagen, ich kann auch alles, was ein Mann kann, aber wenn ich an ihr vorbeigehen würde, wenn sie so zwei Koffer zieht und ich ihr nicht helfe, dann bin ich der Unhöfliche. Und dann denke ich mir auch, gerade du bist doch die, hier von Gleichberechtigung redet. Nee, ich meine, also 90% Frauen verlangen, sagen, ey, hör mal zu, ich will, dass der Mann zahlt. Ja, meine ich ja. Deswegen, und darunter fallen auch die, die so auf diese Gleichberechtigung pochen. Okay. Und das ist ja keine Gleichberechtigung. Aber das ist ja auch gut. Also gleich, das ist ja, guck mal, das ist ja wie mit der Toleranz, wie ich das erklärt habe. Gleichberechtigung wird uns ja beigebracht und so eingehämmert, dass das was Gutes ist. Ist nicht Gutes. Es gibt Sachen, wo es keine Gleichberechtigung gibt. Wenn ich einen Sohn habe und der ist 3, der ist nicht gleichberechtigt wie ich. Der hat nicht das Anrecht auf die gleichen Entscheidungen und auf die gleiche Macht im Haushalt wie ich. Er ist nicht mit mir gleichberechtigt. Okay, was ist, wenn wir die Situation ändern? Du würdest 3.000 Euro verdienen im Monat. Ja. Also 19.000 weniger als jetzt. Und jetzt 100 Frauen schreiben im Monat, ja. So, und sie verdient auch 3.000. Ja, ich verdiene 3 und sie 3. Ja. Ja. Sagen wir mal, das verdienst du ja nicht 3. Ja, ich dachte schon. Nein, Spaß. 3 und dann 3. Ja. Ihr habt das gleiche Geld. Ja. Und die sagt, ey, hör mal zu,
Warum willst du alles übernehmen, dass du am Ende des Tages nur noch 500 Euro hast und ich drei? Lass uns doch die Hälfte Hälfte machen. Ich will doch genauso viel wie du. Also ich finde das super, dass eine Frau so ist. Ja. Das zeigt ja auch, was für einen guten Charakter die hat. Wirklich. Ja. Aber ich kann es nicht. Ich sag ja nicht, sie ist schlecht. Wenn sie das. Also du würdest dann im Monat nur noch 200 Euro haben. Nee, ich kann, du kennst mich. Und die hat so 3000 Euro in der Tasche. Bruder, stell dir vor, ich sitze irgendwo mit dir. Und dann, oh mein Gott. Ich kann nicht, nein. Okay, und wenn sie sagen, okay, das, es gibt ja nochmal bei dir dieses Schamgefühl. Ja, das ist das. Was ist, das wenn ist sie sagt? Das ist Schamgefühl, weil du so das reingehämmert bekommen hast. Ey, du bist nichts wert, wenn du das wenn ich sie sagt, du bist mein Mann. Guck mal, ich gehe arbeiten, du gehst arbeiten. Ich lasse mein Geld einfach auf gemeinsames Konto kommen. Und du hast die IC-Karte. Dann wird es ja keiner merken. Ja, aber warum nicht umgekehrt? Warum sage ich nicht, ey, wir lassen alles auf dein Konto kommen und mach du, was du willst? Ja, dann kannst du ja nichts mehr ausgeben. Dann muss sie ja alles ausgeben. Nein, also guck mal, Grundhaushaltskosten, Miete, das wird einfach von da abgebucht. Das überweisen wir nicht. Genau. So. Guck mal, es gibt natürlich Situationen, jetzt ernsthaft, ne, jetzt ohne Spaß, wo ein Paar, die sind zusammen, der Mann studiert vielleicht noch, die Frau ist schon Zahnärztin. Sie verdient das Fünffache. Wenn sie dann alles übernimmt, weil sie sagt, ey, wir sind eins, wir sind ein Team, dann finde ich das in Ordnung. Ja? Ich höre, ja. So, weil die lieben sich ja und die wollen ja zusammen was aufbauen. Wenn da klar ist, ey, wir sind eine Familie, wir sind eins, wir werden Kinder kriegen. Guck mal, ich bin schon Ärztin seit 5 Jahren, ich habe sogar eine eigene Praxis. Du studierst doch noch, du kriegst so 200 Euro BAföG. Ich zahle das. Ich zahle dann ist es in Ordnung. Ich würde mich super entmannt fühlen. Also wirklich. So, dass ich denken würde, ich würde jede Nacht so weinen und sagen, ich bin kein Mann. Wenn ich das über mich ergehen lassen müsste. Aber du kannst es ja so 15-fach zurückgeben. Indem du sie einmal die Woche weniger schlägst. Nein, indem du... Das ist doch ein Scherz. Ja, der fühlt sich aber auch entmannt, wenn er beim Mario Kart verliert. Ja. So, das ist kein Maßstab. Ja, aber du verstehst mich, du bist doch auch so. Ja, ich verstehe dich. Ne, du verstehst mich ja, jetzt ernsthaft. Ja. Aber es sind ja, guck mal, es ist auch in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn man jetzt zusammen ist, also man ist wirklich eins, länger, lange, also es ist nicht so, man ist verheiratet, man ist lange zusammen und dann, weiß ich, geht ein paar Mal raus und dann zahlt es einfach die Frau, das ist ja okay. Man ist eins, aber es geht so um diese Grundsachen, weil ich weiß, das ist heute nicht mehr angesagt und es ist heute nicht angebracht und es ist nicht mehr Teil der Mehrheitsgesellschaft, aber ich habe noch im Denken, der Mann ist der Versorger der Frau. Das ist einfach in mir und das werde ich nicht rauskriegen. Ich will es aber auch nicht rauskriegen. Weißt also ich will auch nicht lernen. Ich sage nicht, ey bitte, ich will ein Teil eurer Gesellschaft sein, bringt mir das bei. Ich will gar nicht, dass das so ist. Weißt du, was krass ist? Wenn man so viele unterwegs ist wie wir, kriegt man ja einiges mit. Ja, manche Sachen will ich nicht mitkriegen. Ich habe selten, sehr selten gehört von einem Mann, der sagt, wenn er mit seiner Freundin auseinandergekommen ist oder Streit hatte, dass er gesagt hat, boah, ich zahle alles, die lebt bei mir zu Hause, dies, das. Aber wenn eine, ich habe sehr oft gehört, wenn eine Frau Streit hat oder ihren Mann verlässt, boah, ich habe dem das gegeben, dann habe ich den einmal seine Autoversicherung bezahlt und dann geht sie hin. Sehr gut, zum Beispiel, warum macht das die Frau? Weil sie in ihrem Inneren, in ihrem natürlichen Instinkt, weil sie weiß, dass das unnatürlich ist. Nicht alle, wir reden nur von 90%. Wir wollen nicht verallgemeinern. Nicht alle. Wir sind ja bekannt hier in diesem Podcast, dass wir nie verallgemeinern. Ja, das stimmt. Immer nur eine gewisse Prozentzahl. Das ist ganz sachlich. Das stimmt, wir sind immer ganz sachlich. Weißt du, was Junge, wir am bist du irgendwas schreiben? Am Malen da oder was machst du denn? Achso, ja, okay. Weißt du, was wir machen? Wir müssen so eine Grafik erstellen. Am Anfang, alle Aussagen und Meinungen, die in diesem Podcast... Ohne Gewehr. Nein, sind nur eine gewisse Prozentzahl gemeint. Wir reden von 3% des Volkes. 3% des Volkes, genau. 3%. 3% des Volkes. Und ich glaube, das werden jetzt natürlich auch viele Leute benutzen, um mir irgendwas zu unterstellen, dass ein stabilerer Haushalt ist, wenn der Mann... Also ich rede von dem klassischen Haushalt, Mann, Frau, 3 Kinder. Ich glaube, die Kinder werden besser und der Haushalt ist stabiler, wenn der Mann der Grundversorger ist. Die Frau geht auch arbeiten, vielleicht halbtags oder was weiß ich, aber sie ist eher mit der Kindererziehung. Ich denke, dass es so ist. Aber ich denke auch, Jean-Claude Van Damme ist der beste Schauspieler der Welt. Ich habe es nicht ganz verstanden. Also du denkst, wenn die Frau mehr Zeit mit den Kindern verbringt. Genau. Und mehr Zeit für Zeit mit also der Familienstruktur hat. Genau, und der Mann ist eher der arbeitet. So wie damals, wie in den 70ern. Wenn ich die Familie zahle das Haus, besser.
Ja, dann denke ich, ist das immer eine stabilere Familie. Nicht besser oder schlechter, sondern stabiler. Stabiler, wo kein Kind, also wo man prozentual, glaube ich, hingucken kann und man sieht, aus allen Kindern wird was. Klar gibt es Ausbrüche, aber ich denke, wenn du es vergleichst mit anderen, wo dieses System geändert wird, da, ich denke, dass da immer vernünftigere Leute rauskommen. Boah, denke ich. Starke Aussage. Ich denke, dass das so ist. Ich glaube auch, dass die Statistiken das bestätigen, aber die Leute wollen das ja nicht hören. Das ist eine harte Aussage. Die Leute, sehr hart. Ich denke, ja, Kinder aus so einem Haushalt, weil die sind klar, Rollen ist verteilt, die sind klar im Kopf, die wissen, wer die sind, die wissen, was sie wollen, die machen alle ihren die machen ihren Abschluss, so, weil ich weiß gar nicht, warum das auch so ist, dass immer so, man denkt, das ist so ein Menschenhasser-Haushalt. Die haben dann immer das Gefühl, der Vater kommt wie so ein Dinosaurier rein und speit Feuer und verbrennt alle und gibt seiner Frau eine Backpfeife. Halt dein Maul, Mann, wir haben noch nie gesagt, dass es so ist. Wir reden einfach so von... Ganz normal, aber auch da, weißt du, ja, komm, Schein, komm, jawoll! Aber auch da wollen ja die Leute das ändern, dass die sagen, nö, warum soll die Mutter in den Mutterurlaub? Die kann ja das Kind werfen und wenn sie arbeitet, soll sie arbeiten und der Mann. Es gibt solche und solche. Weil diese Liebe und diese Geduld, diese Erziehung mit einem Kind, das kann nur eine Mutter, das kann nur eine Mutter. Ich finde auch, wenn du es finanziell nicht machen musst, ja, warum soll die Frau arbeiten? Verbring doch die Zeit mit deinen Kindern. Ja. Die ersten 4-5 Jahre verpasst du so viel, weil dein Kind wächst. Warum willst du das? Warum willst du dein Kind fremden Leuten abgeben und arbeiten gehen, wenn du es nicht musst? Klar, wenn du leider gezwungen bist, ja, weil das Einkommen zu wenig ist, dann respektiere ich das sogar und verstehe das. Aber warum willst du dein Kind freiwillig abgeben? Es gibt Leute. Ich sehe doch manchmal auf Instagram irgendwelche Frauen, die haben Kinder und sind jede Wochenende irgendwo in Clubs, fliegen nach Berlin, fliegen dahin. Teilweise kenne ich auch sogar Leute und die Kinder sind bei der Oma. Ja, aber da werden jetzt einige sagen, ja. Was? Es ist ja, warum nicht? Warum, der Mann kann ja auch rausgehen. Obwohl du gar nicht gesagt hast, der Mann kann rausgehen. Guck mal. Wenn ein Kind 6 Monate alt ist oder ein Jahr, das braucht dich. Und das braucht dich 23 Stunden. Ja, aber die sagt dann, ja, ich gehe ja nur einmal samstagabends weg. Ich brauche ja auch mal Zeit für mich. Ja, dann hättest du es aber vorüberlegen müssen, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ja, deine Verantwortung ändert sich. Deine Verantwortung muss sich... Du kannst dir die Zeit nehmen. Ja, ich will auch 24 Stunden Party machen. Aber guck mal, wenn du Kinder hast, dann muss sich deine Verantwortung ändern. Ja. Und auch dein Leben muss sich ändern. Ja. Und dein Blickwinkel. So, wenn die Leute dann sagen, ja, na und, ich kann auch feiern gehen, obwohl ich ein Kind habe. Ja, wenn dein Kind ein gewisses Alter erreicht hat, wo es dich nicht mehr jede Minute braucht. Was ist, wenn es zum Stillen dich braucht? Also du gibst deinem Kind freiwillig die Flasche mit Sachen, die gerührt werden von irgendwelchen Pharmaindustrien oder so, keine Ahnung, wer das macht, Lebensmittelindustrien, wird das gerührt? Du gibst das Kind freiwillig was nicht eigenes. Was, wenn die Mutter sagt, ich kann nicht stillen? Das ist ja die neue Ausrede. Ja, das ist was anderes. Das ist die neue Ausrede. Ja, das ist die neue Ausrede, ich kann nicht stillen. Genau wie kennst du diese Muslime, die alle an Fasten haben, die so eine Krankheit, eine chronische? Ja, ich habe was mit der Schilddrüse, deswegen kann ich nicht fasten. Das ist genau das Gleiche. Jeder ist krank. Also, ich habe noch nie so viele kranke Leute an Ramadan gesehen. Guck mal, wenn du ein Kind hast, dein Kind braucht dich allgemein. Oder wenn du alleinerziehende Mutter bist, also meinen größten Respekt an alleinerziehende Mütter. Mein größter Respekt. Ja, das ist das Krasseste. So, das sind die Motherfucker aller Zeiten. Arbeiten, alles, dann werden die noch von ihren Männern sitzen gelassen. Genau. Richtige Hunde, diese Männer. Jetzt aber eine Frage. Wenn diese Frau arbeiten gehen muss und das Kind leider bei der Mutter abgeben muss oder bei der Oma oder bei der Schwester oder so, dann verstehe ich das auch wieder, weil ich sage, mir reicht einfach die 400 Euro nicht im Monat, ich muss das machen. Warum soll ich dann Respekt vor dieser einen haben, die das Kind freiwillig abgeht und in Feiern geht? Okay, das heißt, wenn eine Mutter, weil das gibt's ja auch, und das finde ich ja schön, eine Mutter hat eine Bindung zu ihrer Mutter, so, und sie gibt ihr Kind immer nur bei ihrer Mutter ab, weil sie arbeiten geht. Ja. Was hart ist. So was hart ist. Ja. Das findest du in Ordnung. Das verstehe ich. Und aber einen Respekt davor, ich sage, guck mal, die Arme, die, weil das Geld nicht reicht, sie muss arbeiten gehen. Ja. So. Ja, genau, ja. Die geht für das heißt aber nicht, dass ich sage, eine Frau, wenn sie ein Kind hat, auf die Welt bringt, was das Schönste auf der Welt ist, soll sie nie wieder rausgehen, das sage ich nicht. Ja. Aber ein Kind... Ich finde, eine Frau sollte nicht rausgehen, selbst ohne Kind. Bis zu einem gewissen Alter braucht das Kind dich jede Minute. Ob es nachts aufwacht... Sekunde sogar. Sekunde. Stillen,
aufpassen, Mutterliebe, Mutterwärme. Wie kannst du, wenn das Kind nicht mal 2 Jahre alt ist oder ein Jahr, wo es noch in der Stunde, am Tag vielleicht, keine Ahnung, 10 Mal kommt oder in der Nacht, ich weiß ja nicht, 10, 15 Mal kommt, wie kannst du da sagen, pff, ich gehe jetzt feiern, ich will mein Leben noch leben, ich bin noch jung. Wenn das Kind 4 oder 5 ist und bei der Oma bleibt, weil sie es liebt, ja, und sich auch wohlfühlt und die sagen, ey, heute geht's bei Oma schlafen, dann finde ich es wieder nicht schlimm, weil da hast du die Liebe wieder von den Großeltern. Okay, und bevor Costa und Jesus sich wieder aufregen, was hältst du von Männern, die auch ein Kind machen und sich komplette Verantwortung entziehen, jeden Tag Shisha-Bar, Diskothek, jedes Wochenende ihr Kind nie besuchen, keinen Unterhalt zahlen und die Frau komplett alleine lassen, weil sie wissen, ja, die Mutter muss ja da sein. Die hat, das heißt, die nutzen die Situation aus, dass die Mutter nicht diese Freiheit hat und gezwungen ist, dann 24, während er macht, was er will. Er geht jeden Tag ins... Er macht, was er will. Selbst von so Männern. Boah, jetzt hast du mich in so eine unangenehme Situation gebracht. Ja, okay, du bist ja nicht, dann benutze wieder Fäkalsprache. Weil ich würde gerne sehr viele... Karies wollte gerade sagen. Ich würde sehr viele Wörter gerne sagen. Ich sag mal so. Aber die sind ja auch, die sind ja ganz schlimm. Also, Bruder, mir wird schlecht, wenn ich das höre. Ganz schlimm. Also, guck mal, ich bin nicht mal aggressiv, sondern mir wird schlecht. Aber du weißt, dass diese Männer unendlich gibt. Es gibt unendliche Frauen, wo zum Beispiel auch eine ungewollte Schwangerschaft war. Und sie will zum Beispiel das Kind behalten, was ihr gutes Recht ist, der Mann will nicht. Und dann lässt er sie einfach sitzen. Und lebt so wie vorher und kommt nicht, fragt nicht nach dem Kind. Guck mal, was ich verstehe. So, die Frau fordert dann sogar, was ihr Recht ist, klagt ihr Unterhalt ein. Dann fälscht der Mann sogar seine Sachen. Um zu zeigen, ich habe kein Geld, damit er nicht zahlen muss für sein eigenes Kind, was er gemacht hat. Was ich verstehe ist, wenn ein Mann oder eine Frau nicht mehr zusammenleben wollen. Wenn er sagt, ich kann mit dieser Frau nicht mehr. Genau, aber du musst trotzdem, du musst Verantwortung aber fürs Kind. Aber du musst. Und selbst wenn du ohne ein, wenn und aber. Selbst wenn du ein Kind mit einer Prostituierten zeugst. Genau. Du musst. Also meine Meinung. Du musst. Ja. Ohne wenn und aber dich um dein Kind kümmern. Unterhalt, dann zahlst du halt. Ja, zahl. So, Unterhalt, das Kind besuchen. Ja. Weil das Kind kann nichts dafür. Das Kind kann nichts dafür. Wenn du das machst. Weil das Kind wächst auf, mein Vater wollte oder mich nicht. Oder wenn du das nicht machst. Dann brauchst du niemals mehr im Leben von mir verlangen, dass ich über dich gut denke. Ja, natürlich nicht. Und der braucht auch nicht auf Mann zu tun, der weil er kein Mann ist. Ja, aber er ist kein Mann. Er ist kein Mann. Er ist Männlichkeitskarte abgegeben. So er ist kein Mann. Männlichkeit. Oder du kannst mir. Gekündigt so der Männlichkeitskündigung. Du kannst so hart auf den Tisch hauen, ja, wie du willst. Du, ja, kannst so hart aussehen, wie du willst. Ja. Wenn ich erfahre, dass du dich nicht um dein Kind kümmerst, ja, ich bin auch so. Dann brauchst du gar nicht mit mir zu reden. Ja, ist auch so. Ich sehe dich nicht als Mann an. Ich auch nicht. Das ist so wie bei mir, sorry, jetzt ohne anzugreifen, das ist jetzt so voll. Das passt doch eigentlich gar nicht rein. Das ist auch so voll viel. Man kennt so voll viele Gangster, was ja nichts Gutes ist, ne? Das ist nichts Gutes, aber ich kenne so voll viele Zuhälter oder im Rotlichtmilieu oder die sind voll krass oder die sind so Anführer von irgendwelchen Gruppierungen, Alter, und der geht einfach zum Friseur, setzt sich dahin und lässt sich die Augenbrauen zupfen. Denke ich mir. Denk so, meine Damen und Herren, macht's mir, gut. Weißt du, was ich meine? Kein Mann. So. Das sind die zwei Sachen, wo ihr eure Männlichkeitspass. Ja, Augenbrauen zupfen und nicht für sein Kind da sein. Das kann ich nicht, das kannst du nicht gleichstellen. Ich stelle das nicht gleich, aber ich sage, dann bist du auch kein Mann. Aber es gibt auch Leute, die sagen, man ist kein Mann, wenn man mit 50 ein Spider-Man-Shirt trägt. Das stimmt auch. Ja. Danke, Anissa. So, pass auf euch auf, macht's gut. Waren die Deutschen. Ich habe ein Wu-Tang-Shirt an. So, ja, die es seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Da gibt's so immer noch. Wu-Tang, Alter. Ciao, macht's gut. Ciao.